Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem niedlichen Let's Play Two Point Hospital, Folge 24. Und unser Hausmeister ist fleißig, wertet den Easy Scan auf. Und ich habe mir gedacht, dass gerade wieder einer stirbt, oder? Oder? Hört sich so an, aber okay, anscheinend doch nicht. Ich habe mir gedacht, wir haben ja hier teilweise die Gebäude nicht gut genug ausgebaut, weil uns der Platz für Zimmer fehlt. Und deswegen habe ich mir gedacht, wie wäre es denn mal, wenn wir hier zumindest so eine kleine Leseecke bauen. Deswegen habe ich mir eben mal schnell hier ein Bücherregal freigeschaltet. Und ja, ich glaube, ich würde das mal versetzen. Genau, ihr kommt nämlich dann jetzt hier hin. Du auch. Jawohl. So, und dann machen wir hier ein bisschen was zur Unterhaltung für unsere Patienten. So, ein Bücherregal. Und da und da, genau. Dann natürlich Bänke. Jetzt heißt es, haben wir auch irgendwie ein Sofa oder so? Nee, Sofa haben wir nicht, aber... Oder? Einen Stuhl haben wir. Was kann der denn? Erhöht den Komfort. Nee, aber dann würde ich... Dann würde ich doch lieber hier nochmal Bänke freischalten. Ich nehme mal die silberne Bank. Und dann könnt ihr nämlich hier schön ein bisschen lesen. Na, passt da noch eine hin? Nee, ne? Nee, aber ist ja auch erstmal okay. So, dann bekommt ihr auch noch einen Spielautomat. Genau. Alles zur Bespaßung der Patienten. Und wir werten das natürlich noch ein bisschen auf. Mit ein paar Pflänzchen. Ja. Ich bin da mal gespannt. Oh, das wird sogar genutzt. Na? Ja, sehr schön. Sehr, sehr schön. Nimm dir ein Buch, setz dich. Okay, ja, so kann man zumindest mal so ein bisschen den vorhandenen Platz, den man sonst verschwenden würde, kann man dann halt für sowas nutzen. Gut, wir sind kurz vor, was heißt kurz, aber wir sind auf dem Weg zu den drei Sternen. Das Einzige, was uns noch fehlen, 125 Patienten zu heilen. Und das machen wir eigentlich automatisch. Wir haben beim letzten Mal auch noch angefangen, Maschinen abzugraden. Die sind dort teilweise noch im Gange. Genau hier auch. Und ja, vom Platz sollte das ja jetzt auch auf jeden Fall reichen. Ja. So, was wir nochmal machen können, ist nochmal weiter Leute ausbilden. Jetzt muss ich mal eben gucken, was können wir denn nochmal gebrauchen? Instandhaltung. Wir könnten ja mal so ein bisschen unserem Hausmeister. Ja, das mache ich mal. Instandhaltung. So, ihr beiden. Na? Und einen externen. Jawohl. Gut, wir haben richtig gut Geld. Also auch Geld sollte mittlerweile keine Sache mehr sein. So, Notfallfraktur. 5 Patienten mit Armleuchter, das machen wir. Sehr gut. Gut, gut. Ich guck mal eben, was können wir noch irgendwas bauen, was wir noch nicht haben. Ich würde natürlich auch gerne mal versuchen,
ein Prestige-Zimmer zu bauen. Das würde ich tatsächlich gerne mal machen. Müssen nur mal gucken, womit. Wir haben noch keine Forschung. Flüssigkeitsanalyse haben wir nicht, aber brauchen wir anscheinend hier auch nicht. Extrahiert Flüssigkeiten zur Analyse und manchmal auch nur zum Spaß. Okay. Töpferei haben wir. Ich sehe gerade, hier haben wir eine Warteschlange, aber das ist natürlich auch der Aufgabe geschuldet. Wir könnten natürlich nochmal eine zweite Frakturstation bauen. Ja. Ich glaube, das mache ich einmal. Da ist sie. Den Platz haben wir. Den Platz haben wir. Und zwar machen wir die mal richtig schön groß. Ja. Vielleicht schaffen wir hier mal die 5 Sterne. Und Fenster kriegt ihr natürlich auch. Auszeichnung gucken wir uns gleich an. Nein. Wieso zum Abrechnen? Ich habe ja gar nichts gemacht. Ne, erstmal die Schwesternstation. Genau. Du bekommst einen Spind. Und einen Aktenschrank. Ja. Gut. Extraktionsbett. Ne, beziehungsweise ich würde erstmal den Gipsgießer hier machen. Ist der richtig rum? Ja. Machen wir auch natürlich gleich 2. Ja. Und jetzt die Betten. Kriegen wir. Ja, 1, 2. Pflanzen benötigen Wasser. 3, 4, 5. Ja. Das passt doch. Das sollte auf jeden Fall reichen. So, Wandmonitor. Der kommt hier zur Überwachung. Eine Waage. Mülltonne hatten wir auch noch nicht, ne? Nee. So, ich glaube, wir brauchen hier auch noch mal eine zweite Heizung. Ja. Kaffeemaschine brauchen wir nicht. Was haben wir jetzt? Stufe 3. Wir könnten natürlich hier ein bisschen mehr Pflänzchen machen. So, Stufe 4. Kriegen wir den noch auf Stufe 5? Mal gucken. Nee, den hatten wir schon. Genau, Pixiolose. Ein Gemälde. Na? Passt hier nicht mehr, aber hier. Zertifikat kriegt die Schwester. Ja, ja, ja. So, Treibhausdruck. Ja, das passt schon wieder nicht, ne? Hey, ja, ja, ja. Wäre schön gewesen. Na, hier passt es noch. Taldruck. Ist mir egal, ob das jetzt in den Schränken ist. Ich will auf Stufe 5 kommen, aber ich denke mal, ja, das wird nichts werden. Oh, Nachttisch. Passt das neben die Betten? Wir gucken mal. Nee. Schade, schade. Den hätte ich natürlich gerne noch irgendwo reingemacht, oder? Wobei, wir können es natürlich neben die Betten, ne? So. Ja. Ja. Das ist doch gar nicht schlecht. Aber trotzdem immer noch nicht 5. Eieiei. Können wir noch irgendwas machen? Poster reicht der Platz an den Wänden nicht mehr. Stuhl. Na. Nee, Leute, leider nicht. Leider nicht. Es reicht wieder nicht für 5. Aber egal. So, wir brauchen
Schwestern, Krankenpfleger. So, wer hat Station? Du hast hier zweimal. Ja, und dann dich noch. So, und wir machen natürlich hier plus eins. Gut. Dann brauchen wir noch das Übliche, wie Bänke. Mülltonne hier auf den Gängen darf ich natürlich wieder nicht vergessen. Wie sieht es hier aus mit den Temperaturen? Na, hier brauchen wir noch Heizung. Genau, wir hatten ja die große Heizung letztes Mal freigeschaltet. Die macht es natürlich schön warm. So, hier brauchen wir aber, glaube ich, nur eine normale. Oder? Ja, das reicht. So, im Zimmer ist auch alles schön warm. Sehr gut. So, wir müssen noch knapp 100 Patienten heilen. Aber es läuft alles. Es läuft alles. Wir haben wesentlich weniger Tote bisher eingehabt. Und wie sieht es denn aus mit der Schulung? Genau, die ist wieder abgeschlossen. Dann würde ich doch einfach mal noch die Station ein bisschen fördern. Indem wir noch, beziehungsweise nee, wir machen mal Stationsverwaltung 2. Genau, euch beiden. Jawohl. Okay. Na, unsere Leseecke wird wohl doch nicht so benutzt. Na? Ja, oh, okay, es wird gezockt. Sehr nice. Sehr nice. Gut, Post. Wir haben jede Menge Beförderung, aber die kriegt ihr auch alle, weil geldtechnisch sind wir jetzt echt super dabei. Nicht so wie am Anfang. Da hatten wir echt ziemliche Probleme. So 3 von 5 geheilt. Okay. Okay. So, Hubschrauber mit 9 Patienten. Einmal zum Umtöpfer, bitte. Okay. Ja. Ich muss sagen, es läuft gut. Wir könnten natürlich jetzt nochmal gucken. Wir haben immer noch 1205 Kudosch. Ob wir noch irgendwie, genau, wir hatten hier nochmal so ein Premium, genau, Luxus-Snackautomat. Den gönnen wir uns da auch mal. Und machen wir einmal hier. Das Fenster natürlich nicht. Dann einmal hier. Passt denn noch hier hin? Nee, warte. Einmal ein bisschen. Ah! Hast du Schaden bekommen? Ein bisschen, ne? So, was haben wir noch? Gemütlicher Kiosk. Oh, 750. Geschenk. Oh, den hätte ich natürlich auch gern gehabt. Okay, haben wir jetzt eben zu spät gesehen. Jetzt haben wir die Kudos schon ausgegeben. Aber hier sind noch ein paar nette Sachen, die wir nochmal freischalten können. Erhöht die Zufriedenheit. Prall gefüllter Sack. Was ist eigentlich mit Teppichen? Können wir die auch in die Flure machen? Weltraumteppich, Fußballteppich. Aber wir hatten auch noch mehr Teppiche, ne? Irgendwo? Genau, Burgerteppich. Aber die kosten 700. Ist natürlich schon echt teuer, ne? Und die anderen? 500. Erhöht das Krankenhausambiente und das Ausstattungslevel. Komm, wir gönnen einmal. Ja. Nice, die können wir tatsächlich auf die Flure legen. Ja, das gefällt mir doch. Das gefällt mir. So.
Dann könnt ihr hier schön auf dem Teppich längs laufen. Ja. Okay. Passt nicht so ganz, aber... Ist mir egal, ich knall das jetzt hier voll. Keine Ahnung, was das darstellen soll. Aber... Es sieht doch gar nicht so schlecht aus. Nee. Patientenzufriedenheit. Oh, guck mal, die sind auch alle grün. Die sind echt alle grün. Man merkt es auch an den Todesfällen, die wirklich zurückgehen. Das gefällt mir natürlich sehr, sehr, sehr. So. Wir haben aber noch reichlich Geld. Ich würde jetzt trotzdem nochmal dieses Grundstück auch noch kaufen. Wobei ich natürlich hoffe, dass ich jetzt hier kein Farmer vertreibe. Sieht so ein bisschen ländlich aus. Aber wir können ja dann nochmal ein paar schicke Sachen bauen. Ja, also mittlerweile wirklich sind wir hier gut dabei. Zu Anfang hatten wir riesige Probleme. Ich weiß nicht, wer es gesehen hat von euch, aber wir hatten viele, viele, viele Tote, wenig, wenig Geld. Ja, aber mittlerweile sind wir gut auf dem Weg zu dem 3-Sternen, wo ich sehe gerade hier. Temperaturkomfort müssen wir nochmal erhöhen. Dann gucken wir doch mal. Weil es ja eigentlich gut aussieht mit den Temperaturen, oder? Ja, hier könnte vielleicht noch mal eine kleine Heizung. Passt die hier hin? Nee. Und ich empfehle Ihnen von ganzem Herzen Swindles Versicherung. So. Hier kann noch eine hin. Ansonsten sieht das doch eigentlich alles sehr gut aus. Oder bringt das jetzt noch, wenn ich hier welche baue? Gucken wir. Ah, da geht's auch hoch. Alles klar. Dann sollte das auch kein Problem sein, das ganz schnell hochzubekommen. Ja, 99% haben wir jetzt. Sehr gut. So, wie sieht's aus mit Müll? Können wir das eigentlich auch einmal sehen? Wir hatten noch hier irgendwie Hygiene, ne? Ja, Hygiene sieht aber auch gut aus. Ich weiß nicht, haben wir genug Hausmeister? Wir haben 5 Stück. Ja, gute Frage. Aber ich würde mal behaupten, die reichen. Zumindest hier nirgendwo was zu sehen, wo Müll rumliegt oder so. Genau, bei der an der Stelle fällt mir gerade ein, wir können noch mal wieder versuchen, ein paar Geschichten abzugraden. Easy Scan. Und ausbilden müssen wir auch gleich schon wieder. So, dich, dich. Dich können wir nicht. Was haben wir hier noch? Nö, da haben wir alles, oder? Ah, ne, hier. Dich können wir noch. Und, ne, das wollte ich. Hier, genau. Können wir die? Ne, die können wir nicht. Gut. So, gucken wir wieder nach Post. Notfallstation, 6 Patienten. Station. Machen wir. So, dann haben wir das. Herausforderung, 20 Patienten. Ja, machen wir gerne. Machen wir gerne. So, wie sieht es denn auf der Station aus? Ja. Wir haben 6 Betten frei. Das sieht gut aus. Das sollte reichen. Okay,
So, ich wollte noch mal gucken, was wir noch bauen können. Solange, bis wir unsere drei Sterne haben. Spritzenhaus brauchen wir wohl nicht. Farbtherapie, Zirkus haben wir. Wir könnten noch mal eine Forschung bauen. Ja, die mache ich doch mal gerne noch mal. Jawohl. So, einmal, nee, dich wollte ich nicht. Halt, dich wollte ich. So, genau. Ein Whiteboard. Oh, Server. Keine Ahnung, wozu das gut ist, aber scheint seinen Zweck zu erfüllen. Genau, den hatten wir ja vor ein paar Folgen freigeschaltet. Oh, der ist aber auch teuer, wa? Aber wir können es uns leisten. Ja. Mal gucken, was der bringt. So, Aktenschrank. Na, passt natürlich nicht mehr hier hin, ne? Ja. Ja. Desinfizierer. Und natürlich auch eine Heizung. Okay. Ja, mehr passt hier nicht. Aber ich muss auch nicht immer alles mit Plakaten voll zu kleistern. So, wir brauchen silberne Bank, nehmen wir mal hier. Mülltonne. Wo sind unsere Pflanzen da? Gut. Temperatur. Oh, muss hier noch. Heizung, Heizung, große Heizung. Ja. So sieht's doch gut aus. Sehr schön. Achso, und was brauchen wir hier? Einen Arzt mit Forschung. Haben wir da überhaupt schon jemanden? Mit Forschung. Hier hatten wir einen. Wir gucken mal, ob wir noch jemanden besseren kriegen. Nee. Nee, du hast auch einen Forschung. Wo bist du denn? Gerade auf Klo? Mach gerade Pause. Ich komm. Hä? Ups. So. Du gehst einmal bitte hier rein. Und was forschen wir? Spritzenhaus, das könnten wir erhöhen. Oder Weiterbildung, Forschung. Ich mach mal das hier. Vielleicht entdecken wir auch irgendwie was Neues. Okay, du machst jetzt Pause. Ist okay. Ist okay. Aber bitte wiederkommen und forschen. So, Beförderung. Weiterbildung benötigt. Ja, das machen wir. So, du hast Station 2. Dann machen wir doch natürlich Station 3. Bist du nachher der Chef Stationsflieger? Oh. Okay, wir brauchen auf jeden Fall noch ein Diagnosezimmer. Auf jeden Fall. Allgemein die Diagnose. Oh, 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 oh. Wir haben einen Todesfall. Oder? Also ich bin mir sicher, dass ich gerade hier das Geräusch gehört habe, dass jemand gestorben ist. Da. Ups. Okay, gucken wir uns gleich weiter an. Na? Kein Geist. Sehr schön. So, wir brauchen eine Tür. Ein Fenster. Easy Scan.
Den werden wir dann auch gleich aufwerten, wenn wir das gebaut haben. Mülltonne. So, Heizung hast du schon. Du kriegst mal eine Kaffeemaschine. Zack, zack, zack. So, Zeichnungen. Da haben wir auch noch Platz. Uhr. Affinlichter will ich nicht. Prestige 4. Okay. So, ein Krankenpfleger. Hier war Diagnostik, ne? Genau. Okay. 5 von 6 geheilt. Alles klar. So, uns fehlen nur noch 12 Patienten. Dann haben wir den dritten Stern hier. So, es nimmt langsam ab. Achso, Bänke, genau. Bänke, Bänke, Bänke. Alles klar. Und Blümsche. Okay. So, hier hat er jetzt aber auch 6 und 9. Also die Diagnose scheint jetzt mal richtig beliebt zu sein. Das war beim letzten Mal aber noch nicht so. Egal. Wir sind kurz vorm dritten Stern, von da passt das alles. Ich mache mal ein bisschen schneller. Denn wenn wir nämlich hier durch sind, mit dem dritten Stern, mit Tumble, dann würde ich nämlich... Warte mal. Ah, jetzt ist unsere Heilungsrate wieder etwas runter. Okay, das wird aber wahrscheinlich auch gleich. Ah, wir haben wieder einen Toten. Da. Stopp. Ich glaube, wir haben auch nur einen Hausmeister mit Geisterjagen-Fähigkeiten. Von daher nehme ich dich nochmal dazu. So. Alles klar. So, hier kriegen wir nochmal ein paar schönen Teppich rein. Achso, ein Telefon können wir auch mal machen. Wo ist unser Teppich? Hier. Genau, unter die Bänke, das ist ja auch nicht so schlecht. Dann habt ihr auch warme Füße, wenn ihr da sitzt. Gefällt mir. So, wir haben noch Beförderung. Gut. So, noch 3 Patienten heilen. Noch 3 Stück. Das kann ja nur noch Sekunden sein. So, Ian Stahl, Oberflieger. Bildet 3 Mitarbeiter weiter, machen wir. Und wir befördern. Und was ist das hier? Achso, okay. Das sah aus wie Post. Dann bilden wir doch nochmal Mitarbeiter aus. Ne, das wollte ich nicht. So. Krankenpfleger. Warte. Kurse. Ja, Krankenpflege ausbilden in was? Ist das egal? Schwester. Pfleger, Schwester. So, ihr bekommt. Ach ne, hier. Ihr bekommt. Diagnostik 3. Jawohl.
Und wir haben unseren dritten Stern. Luxusgetränkeautomat freigeschaltet. Den hatten wir doch aber gekauft schon, ne? Bin ich der Meinung. Ja. Ja. Gut. Wir warten noch mal eben, bis die drei Mitarbeiter hier ausgebildet sind. Das nehmen wir noch mit. Ich hoffe, der Lehrer oder die Lehrerin kommt gleich. Na, das bist du wahrscheinlich, ne? So, unterrichten Sie 27 bis 47 Tage. Na, immer schön fleißig melden. Sehr gut. Sehr gut. Und wir haben noch Auszeichnungen. Mal schauen. So, 7. Wie immer fehlt keine Todesfälle. Ich glaube, das werde ich auch nie mehr hinbekommen. Den Preis hätte ich echt immer gerne. Aber es sieht nicht danach aus. So, wie weit bist du? Notfallstation, 6 Patienten. Machen wir. Forschung 3. Sehr schön. Achso, übrigens Forschung. Apropos, wie sieht's denn hier aus? Genau, der war fertig. Kudosch erzeugen? Warte mal. Allgemeine Forschung. Als Einnahmequelle für das Krankenhaus. Oh, oder Kudosch. Ja, sehr nice. Also, das müssen wir auf jeden Fall forschen. Wir machen mal hier erstmal Geld. Und danach aber auch Forschung. So, wo ist unser Forscher? Wo ist unser Forscher? Hier haben wir einen. Haben wir vielleicht noch irgendjemanden, der besser ist? Nee, du hast auch nur. Aber ich würde nochmal einen zweiten Forscher einstellen, damit der eine, wenn er Pause macht, dass das hier nicht leer ist. Gut. So, Weiterbildung ist fast fertig. Nur noch du. Ja, fertig. Alles klar. Gut, Leute. Haben wir abgeschlossen, genau. Ja, dann würde ich sagen, sind wir hier einmal durch. Ich würde tatsächlich aber beim nächsten Mal nicht mit dem nächsten Krankenhaus beginnen. Wir hatten ja hier, glaube ich, Flemington freigeschaltet, genau. Wir haben hier auch noch Kudosch zum Abholen. Sehr schön. Ja. Sondern ich würde einmal hier gerne dieses Remake spielen. Und heile Horden von Patienten in einem künstlichen Hogsport. Das heißt, ich hatte mir das schon mal kurz angeguckt. Da kommen wohl irgendwie immer Wellen an Patienten, die man abarbeiten muss. Also dementsprechend muss man auch ein bisschen mehr Personal haben, dass man die ganzen Wellen auf einmal schafft. Schauen wir uns beim nächsten Mal an. Ja, auf jeden Fall erstmal danke fürs Zuschauen. Vergesst den Daumen nicht. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal, wenn wir in Hogsport Remix starten. Bis dann, einen schönen Tag euch. Macht's gut. Tschüss.